wie eine gespreizte Hand. Wenn man die Finger so zieht, so sind auch die Zähne angeordnet. Das ist immer wichtig bei den Sätzen. Vielleicht noch der Grund, natürlich könnte man die Zähne auch gerade unterzeichnen. Aber das sieht zum einen nicht so lebendig aus und zum zweiten haben die Simpsons nun mal diesen klassischen Überbiss. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, müssten die eigentlich überlappend sein. Das sieht auch wieder komisch aus, also macht man das einfach so in dieser Art wie gespreizte Finger, dann kocht das am besten rüber. Wenn man den Mund offen zeichnen würde, wie hier, hätte man oben weiter rausragende Zähne als unten, um eben auch diesen Überbiss zu zeigen. Okay. All right. Now we have... So, die letzten Details, also er hat jetzt auch hier den Kragen gemacht und hier sieht man schon, dass er nur hier rüber gegangen ist, also die Linie nicht mehr ganz durchgezogen hat. Und dann kommt hier Homers Haar, dieses klassische M, da wurde früher immer gesagt, dass Matt Groenings Initialen drin sind. Hier das M für Matt ist hier ein G, das ist jetzt mehr geschwungenes T, aber es könnte auch ein E sein. Das würde als Innenbogen auftauchen und dann hat man Matt Groening. Und hier oben die klassischen zwei Haare. Nochmal, das sind so die letzten Details, die wir jetzt noch brauchen. Okay. So what I normally do at this point is I look at the drawing and then I see where I might want to make some changes and see if I have made a few mistakes. And I do a little bit of cleanup. So I look at this right now and I have to do this. So also das ist der Punkt bei der Zeichnung, wo er noch Korrekturen machen kann. Das heißt, er schaut sich das an, vergleicht es möglicherweise auch mit Referenzen, schaut, ob es ihm gefällt. Und wenn es ihm nicht gefällt, dann macht er Korrekturen. Weil jetzt sind ja alles noch Bleistiftvorzeichnungen. Das heißt, er nimmt Sachen raus, die ihm nicht gefallen, fügt neue ein und arbeitet dann so ein bisschen mehr an dem Bild, wie er es gerne hätte. Jetzt gefällt es mir, jetzt kommt die Reihenzeichnung. Das heißt, normalerweise würde man Tusche nehmen, wir nehmen sozusagen jetzt ein Edding und er folgt jetzt nur einem Strich. Ab jetzt wird nicht mehr geschmiert, sondern er folgt nur noch einem Strich. Den er vorgezeichnet hat, der ihm am besten gefällt, und dem folgt er jetzt. Das ist natürlich auf der Größe mit einem Edding ein bisschen schwieriger, das heißt, es wird keine saubere Zeichnung werden. Bei Bongo sitzen Profis zum Tuschen, das heißt, wir haben einen Zeichner, der macht die gesamten Zeichnungen und dann sitzt ein Profi, der eine ganz ruhige Hand hat da und macht die Tuschezeichnung. Der macht ganz gerade und exakte Striche. Wenn das gemacht wird, wird es eingescannt und die Striche werden am Computer nochmal bereinigt, damit die astrein sind. Also ihr seht schon mal, wir sind jetzt mit dem Kopf schon fast fertig. Wie ich festgestellt habe, gerade was ich schon gesagt habe, ist es natürlich schwierig. Hier oben haben wir zum Beispiel so ein kleines bisschen, das dürfte normalerweise nicht sein, aber es ist einfach... Aber auch so kleine Fehler würde man hinterher eben mit dem Computer dann nochmal korrigieren. Früher hätte man es mit Deckweiß auskorrigiert, heute macht man es am Computer. Aber normalerweise, wenn die Tuscher da drüber gegangen sind, dann ist das astrein, da ist eigentlich kaum was zu korrigieren. So sieht es bisher aus, es fehlen noch die Details und die würde er fertig machen. Okay.
Grundlage von dem Coloring. Und das Schwierige an den Simpsons ist, dass die immer gleich aussehen sollen. Also zumindest in der Serie und in der laufenden Comicserie sollen die Simpsons immer gleich sein. Deswegen schauen wir die Art-Direktoren drüber, was die Künstler gemacht haben und schauen mal so ein bisschen, ob das alles funktioniert hat. So. So, jetzt wollen wir mal gucken, was denn hier so gemacht wurde. Wir werden mal irgendein von den Sachen blind rausgreifen und mal schauen, wie es geworden ist. Ich gehe mal so ein bisschen durch die Reihen und linse so ein bisschen vor mich hin. Hallo, wie heißt du? Flo. So, this is the work of Flo. Erste Reaktion von Bill. Oh, cool. Also, was Bill sagt, das ist für einen ersten Versuch schon mal ziemlich sehr gut. Er hat ein gutes Auge dafür, insbesondere auch die Stimmung rüberzubringen mit den Augenbrauen und dem bösen Gucken. Wo er noch dran arbeiten muss, ist vor allem die Sache mit diesen runden Zirkeln, mit diesen Kreisen, die das Ganze darstellen, weil die sind teilweise noch ein bisschen eierig. Das sieht man hier, da muss alles ein bisschen runder werden und exakter werden. Das ist aber eine Übungsfrage. Also, wer den perfekten Kreis auf Anhieb schafft, da muss ich sagen, Kopf ab, ach nee, Hut ab war's. Von daher, das ist ein sehr guter Anfang. So, danke. Wenn wir hier fertig sind, kommst du nochmal zu uns vor und kriegst dann noch was. Alright. We go with the next character. Okay, das war Homer. Homer ist mit der leichteste. Jetzt kommt der, den jeder können will, das ist Bart. Okay. First thing, sort of backing up a little bit. Whenever we draw any of these characters, this goes not only to the Simpsons, but Disney characters or whatever, geometry plays an important part. So you need to really have a good knowledge of geometric shapes. And with Bart, we have two main geometric shapes that we use to draw Bart correctly. Also was er gerade gesagt hat, ist das, was ich auch schon mehrfach betont habe. Wenn man zeichnet, und das gilt nicht nur für die Simpsons, sondern das gilt genauso für Disney, aber es gilt eigentlich auch für normale, anatomisch korrekte Figuren. Man muss sich immer Hilfslinien der Geometrie basteln. Alles ist sehr geometrisch, zumindest mal, bis man dann an die Feinheiten geht. Wir haben hier auch nochmal Bart. Und bei Bart ist es ganz extrem mit der Geometrie. Man sieht das hier schon so im Kleinen so ein bisschen, aber Bill würde es uns jetzt nochmal hier im Detail erklären. So the two main shapes are a cylinder and a sphere. Auch hier haben wir wieder also die zwei hauptsächlichen Elemente. Erstmal ein Kreis bzw. eine Kugel und als zweites ein Zylinder. Das sind die Elemente, mit denen wir arbeiten. Okay. So start with the cylinder for the main head shape.
Also der Anfang beim Bart ist ein großer Zylinder, das ist der Kopf. Das kann man jetzt schon ganz klar und deutlich sagen. Und ein zweiter Zylinder für den Hals. So, den Hauptzylinder, den teilen wir mal in vier Teile auf, die ungefähr gleich sind. Und das zeigt, wo das erste Auge hingehört. Same with Homer. Second eye. Same size behind the first eye. To show about Im Prinzip läuft es genauso wie bei Homer. Wir hatten das erste Auge, jetzt kommt das zweite Auge dran. Das sind wieder drei Viertel des ersten Auges, das ist das zweite. Und die Nase ist hier angesetzt. Auch da haben wir wieder das Viertel von vorher. Und am unteren Viertel die Nase angesetzt. Auch da das Ohr wieder genau dasselbe. Das ist die gedachte Hilfsfliege von der Nase nach hinten durchziehen und hier den Kreis mit dem Ohr ansetzen. Mouth is a little bit different because the mouth is always So, der Mund bei Bart ist eine gewisse Schwierigkeit, weil er folgt eigentlich nicht der zylindrischen Vorgabe. Wir haben hier oben den eigentlichen Winkel des Zylinders und der Mund immer anders. Das heißt, je nachdem welchen Gesichtsausdruck, da sind wir wieder bei der Gesichtsausdruck-Sache, Bart haben soll, wird der untere Teil des Zylinders gebogen. In dem Fall, wenn Bart lächelt, muss man die Linie nach oben ziehen. Best way to think of this is, notice his head is tilted back for a moment. He's drawn, he's standing straight. His head is usually tilted back, but his mouth is on the horizon. So the head. Wenn man sich das mit Hilfslinien denken will, dann muss man sich das so überlegen. Es gibt hinten die horizontale Linie, die kann man sich als Hilfslinie einzeichnen, das ist also eine gerade Linie. Auf der liegt ungefähr der Mund. Der Kopf selber ist aber nach hinten geneigt, weil Bart immer so ein bisschen seinen Kopf nach hinten fallen lässt. Das heißt, wenn das hier die horizontale Linie ist, dann sieht man hier, dass so ein Winkel drin ist. Es folgen jetzt die Details, zum Beispiel die Lippe. Da ist die untere Lippe weit zurückgezogen, weil Bart eben einen sehr starken Überbiss hat. Also wir haben hier nochmal die Unterlippe, wie gesagt, sehr weit zurückgefahren wegen des Überbiss. Und dann haben wir die Haarspitzen. Bei den Haarspitzen, da sehen wir hier, war ja die Mitte, die wir uns vorher gedacht haben, von dem Zylinder. Da ist eine Haarspitze, jeweils eine Haarspitze außen und drei Haarspitzen dazwischen. Das heißt, Bart hat immer 9 Haarspitzen. Zumindest sollte er das haben. Das Ganze ist so wichtig, viel wichtiger als beim Comic, ist das.